Der Faktist, präsentiert von Johnson Johnson, zusammen für eine gesunde Schweiz. Corona-Ignoranten suggerieren, dass die Wissenschaft die Menschen anlügt. Und wenn man Bilder der Querdenken-Demos sieht, befällt einem bisweilen das Gefühl, das sei eine weit verbreitete Ansicht und es grassiere ein Misstrauen gegen die Wissenschaft. Dieser Eindruck ist falsch. Die Universität Zürich führt in regelmäßigen Abständen das sogenannte Wissenschaftsbarometer durch. Letztes Jahr war es eine Sonderausgabe zum Thema Corona. Befragt wurden im November 2020 1072 Personen, repräsentativ ausgewählt, ab dem Alter von 15 Jahren. Das wichtigste Resultat voraus, die Corona Pandemie hat das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft nicht geschmälert, sondern gesteigert. Das Vertrauen in die Wissenschaft steigt gegenüber dem Jahr 2019 auf einer Skala von 5 Punkten von einem Wert von 3,6 auf 3,8 im Jahre 2020. Wenn man dann noch detaillierter fragt, wem, welchem Absender man Informationen zu Corona abnimmt, dann genießen das höchste Vertrauen Ärztinnen und Ärzte mit einem Wert von 4,1 auf einer Skala von 5 Punkten. Auf Rang 2 ist hier mit 3,9 etwas höher als beim allgemeinen Vertrauen, etwas höher ist das Corona-Vertrauen sozusagen, auf Rang 2 die Wissenschaft. Es folgen dann Freunde, Bekannte, Verwandte, ähm, Behörden und rutscht dann ziemlich schnell ab, bis es auf einem Wert von 2,8 nur bei Politikerinnen und Politikern ist. Darunter mit 2,6 sind nur die Journalisten. Ähnliche Befragungen gibt es übrigens auch in anderen Ländern, so zum Beispiel in Deutschland oder in Großbritannien. In allen Ländern zeigt sich derselbe Befund, dass Vertrauen in die Wissenschaft steigt während der Pandemie. Der Befund bezüglich des Misstrauens gegenüber den Medien, der ist etwas widersprüchlich, aus zwei Gründen. Denn erstens, wer vermittelt die Informationen von Ärztinnen und Ärzten und aus der Wissenschaft ans Publikum? Richtig, die Medien. Und zweitens, widerspiegelt die Antwort nicht das tatsächliche Informationsverhalten des Publikums. Denn die Leute geben an, dass die Hauptinformationsquelle für Informationen zu Corona das Fernsehen sei. Bekanntlich ein journalistisches Produkt. Es folgen als Informationsquellen Gespräche mit Freunden, das Internet, Zeitungen und Radio. Praktisch niemand informiert sich in wissenschaftlichen Zeitschriften. Wenn man den Online-Konsum detailliert betrachtet, sind auch hier die Hauptinformationsquellen Websites und Apps von Zeitungen. Weit abgeschlagen kommen dann Social Media wie Facebook oder Videoplattformen wie YouTube. Das Wissenschaftsbarometer hat auch gefragt, ob politische Entscheidungen in Zeiten von Corona auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollen. Eine überwältigende Mehrheit von 76 Prozent stimmt dem zu. 32 Prozent stimmen dem sogar sehr stark zu. Hingegen findet die Aussage, es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, sich in Corona-Fragen in die Politik einzumischen, nur die Zustimmung von 20 Prozent. Das heißt, die Bevölkerung will also, dass sich die Wissenschaft in die Politik einmischt. Doch dieser Haltung der Bevölkerung trägt die Praxis des Bundesrats wenig Rechnung. Immer wieder hat er im vergangenen Jahr Ratschläge, Empfehlungen der Wissenschaft, Ignoriert, indem er zum Beispiel nach dem Lockdown die Öffnung zu schnell vorantrieb, zu schnell zur Normalität zurückkehren wollte. Und auch jetzt in der zweiten Welle geht vieles zu zögerlich. So zögerlich, dass zwischendurch mal einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin regelrechter Kragen platzt. Zum Beispiel auch der Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf. Am 3. Januar dieses Jahres regte sie sich auf Twitter ziemlich auf. Es gibt keine Ausrede in ein paar Wochen oder Monaten, dass die Ausbreitung der neuen Variante überraschend oder nicht vorhersehbar war und nicht zu verhindern. Alle Informationen und zu ergreifenden Schritte sind glasklar. Und auch die Bevölkerung will ja, dass die Politik auf die Wissenschaft hört, weil sie ihr eben vertraut. Und wo sind jetzt die Verschwörungsthesen der Corona-Ignoranten? Sie finden bei der breiten Bevölkerung keinen Anklang. Die Corona-Pandemie wird zu einer größeren Sache gemacht, als sie eigentlich ist. Das glauben 27% der Befragten. Dass die Zahl der Corona-Toten von den Behörden absichtlich nach oben manipuliert wird, das glauben nur noch... 21% Prozent. und bloß 16% Prozent glauben, dass mächtige Menschen oder Kräfte die Pandemie angezettelt haben und weniger als 10% Prozent glauben, dass die Existenz des Coronavirus gar nicht nachgewiesen sei. Was wir daraus schließen, dass die Corona-Ignoranten zwar laut, schrill und darum oft in den Medien sind, dass ihr Geschrei aber bei der breiten Bevölkerung auf wenig Anklang stößt. Alles in allem also ein sehr gutes Zeichen für die Wissenschaft. Musik